Henrichmann, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Besucher! Angekündigt war diese Debatte im Netz auf den Seiten des Bundestages mit den Worten: AfD und FDP wollen gegen kriminelle Clans vorgehen. Der erste Gedanke war jetzt schon, und der zweite Gedanke war: Ist in Teilen der Zeitung oder in Teilen der Republik die Zeitung nicht ausgeliefert worden? Denn als Nordrhein-Westfale haben wir einiges zu dem Thema schon gehört. Wenn in beiden Anträgen immer wieder auftaucht, das BKA, der Bund, müsse mehr Kompetenzen übernehmen, mehr tun, mehr machen, mehr koordinieren, dann widerspricht es den Forderungen der Landesinnenminister, der Christoph de Vries hat es angesprochen, die da originär für zuständig sind. Die sagen, wir wollen zusammenarbeiten. Es widerspricht aber auch den Tatsachen, nämlich dass Zusammenarbeit schon stattfindet. Wir haben als Union mal was ganz Verrücktes gemacht. Wir sind einfach zum BKA, über das wir heute hier sprechen, hingefahren und haben mit denen gesprochen. Und wenn Sie das vor Verfassung Ihrer Anträge auch gemacht hätten, dann hätten Sie gehört, dass es schon auf Behördenleiterebene diverse Gespräche gibt zwischen den Bundesländern, zwischen BKA, zwischen Zollkriminalamt, zwischen Bundespolizei, wo es darum geht, länderübergreifende Auswertungen zu fahren, wo es darum geht, Lageübersichten zu optimieren, wo es auch um Fragen von Rückführungen geht, ausländerrechtliche Fragen, wo es auch um Prävention und Ausstiegsprogramme geht, über die wir noch gar nicht geredet haben. Und das Zweite ist, in Nordrhein-Westfalen als leuchtendes Beispiel zu Recht angesprochen, bei der AfD wundert es mich ja nicht, dass dieser Antrag so kommt, wie er kommt, weil die Substanz in der Begründung ausgelassen wird, um meistens die reißerische Überschrift nicht zu gefährden. Aber in der NRW-Koalition Schwarz-Gelb, der Landesinnenminister Reul ist ja jemand, der die Missstände angeht. Und es ist auch gut, dass das passiert, wenn man mit Behördenleitern spricht. Wenn man mit Behördenleitern spricht, auch die auf Sozialbetrug hingewiesen haben, der bei der Clan-Kriminalität auch eine große Rolle spielt, dann sagen die, wir haben es über Jahre und Jahrzehnte unter der rot-grünen Landesregierung gemeldet, gesagt, und es war nicht gewollt, weil man Angst hatte, falsche Angst hatte vor Diskriminierungsvorwürfen. Und dass das abgelegt worden ist, dass wir jetzt wirklich den Hotspot auf die Kriminellen legen, das ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Die Zahlen sind angesprochen. Wir reden nicht über Bagatellen, Raub, Erpressung, Menschenhandel, Drogenkriminalität. Der Staat holt sich das Recht zurück, und das ist auch richtig so. Die Menschen erwarten von uns, dass der Rechtsstaat greift, und das passiert beispielsweise in Nordrhein-Westfalen. Und leuchtendes Beispiel sind Schwerpunktstaatsanwaltschaften. Auch keine Erfindung aus Deutschland, sondern wir haben gelernt von Kolleginnen und Kollegen aus Italien, die da gute Erfahrungen bei der Mafiabekämpfung mitgemacht haben. Konstruktiv zusammenarbeiten und zu gucken, wo es gut läuft, das ist das Richtige, und konkrete Ansätze brauchen wir auch in der Praxis. Die finde ich zu wenig in beiden Anträgen. Und statt sich hinter den Zug zu werfen, die Debatte läuft ja schon seit Monaten, sollen wir uns doch mal committen, was die Einzelheiten angeht. Wenn wir über Polizei reden, natürlich ist die Personaldecke dünn, aber auch die Frage, was muten wir unseren Polizisten zu, wie vertrauen wir ihnen eigentlich? Der Innenminister Reul sagt aus Gesprächen mit seiner Polizei ganz deutlich, dass die Polizisten froh sind, dass sie sich in weiten Teilen jetzt mal auf ihre Spürnase, auf ihren Instinkt verlassen können, dass sie natürlich rechtsstaatlich handeln, aber auch die Rückendeckung ihrer politischen Führung haben. Und das ist ganz, ganz wichtig und ein Signal, das wir aussenden sollen. Das habe ich auch hier in Teilen der Debatte, ehrlich gesagt, vermisst. Und deswegen nutze ich das hier auch gerne mal, um Danke zu sagen, auch in Richtung unserer Polizistinnen und Polizisten, die das tun. Und bei der Gelegenheit sollten wir auch mal überlegen, ich persönlich finde es schräg, wenn wir erwarten, dass die ihren Kopf dafür hinhalten und Familien von Polizeibeamten mit dem Leben bedroht werden, warum dann immer noch Kennzeichnung und sowas diskutiert wird. Und wenn ich einfach mal sagen, für solche besondere Missionen, da müssen die Polizisten auch unsere volle Rückendeckung haben. Die Vermögensabschöpfung ist angesprochen. Ich erspare Ihnen weitere Einzelheiten, aber ich möchte auch im Hinblick auf die beiden Anträge mal sagen, wo ich Konkretes mir gewünscht hätte. Wir haben jetzt in den letzten Tagen im Innenausschuss über die Datenschutzthematik ganz viel diskutiert, auch im strafrechtlichen, im Justizbereich. Und wenn Sie es jetzt ernst gemeint hätten, jetzt wirklich was zu tun gegen Clanstrukturen, Clankriminalität, dann hätten wir an der Stelle auch mal diskutieren können. Es ist ja durchaus ein Problem, wenn Polizeibeamte sagen, wir dürfen nicht so mal Bilder und Namen von Clan-Mitgliedern zusammentragen, was uns bei der Ermittlung, bei der Aufarbeitung hilft. Oder aber die Abgleichung von Daten von Sozialbehörden bei Sozialleistungsbetrug, auch das ist noch relativ schwierig. Auch da sollten wir gemeinsam mal überlegen, auch das hätte ich mir gewünscht, dass wir das in diesen Anträgen finden. Auch das war leider Fehlanzeige, stattdessen viel Placebo und Schaufenster. Ich glaube, das Signal ist wichtig, dass der Staat auf Augenhöhe mit Kriminellen kämpft, und das kommt manchmal noch zu kurz.
Schlussbemerkung. Nochmal ein herzliches Dankeschön an die Polizei und auch an diejenigen, die ihren Kopf dafür hinhalten. Und Montesquieu, Philosoph, hat mal gesagt, wenn es nicht unbedingt erforderlich ist, ein Gesetz zu machen, ist es erforderlich, kein Gesetz zu machen. Vielleicht kann man es so fassen. Wenn es nicht um zielführende und inhaltlich fundierte Anträge geht, dann sollten wir vielleicht uns nochmal hinsetzen und inhaltlich nochmal gucken, wie wir gemeinsam das Problem Clankriminalität in Deutschland aus der Welt räumen. Das haben die Menschen verdient. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes.